Servus, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Horizon Zero Dawn. Ich bin der Elias und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das ist jetzt dann schon die vierte Folge. In der Folge davor, da waren wir bei dem Händler Karst, haben uns eine, wie heißt denn die Falle? Einen Schockdraht, eine Stolperfalle geholt. Haben uns auch schon Feuerpfeile hergestellt, wie wir das sollten, wie es uns Rost beauftragt hat, und jetzt möchten wir uns mit Rost wieder am Nordtor treffen. Bevor wir das machen, ich habe ja etwas eingelöst beim Händler, und zwar genau die Schatzkiste, einen Langschussbogen, den holen wir auch gleich mal. Was haben wir hier? Einen Kühlsaft, Schnellreisepaket und eine Schockfalle. Okay, so. Waffen. Das ist der normale Jägerbogen, den ich momentan habe. Handhabung 80. Ist hier irgendwo was von Schaden oder so angegeben? Bei der Munition ist ein Schaden, ja. Handhabung 90. Ein Spezialjägerbogen mit verbesserten Handhabung, schnell und zielsicher kann modifiziert werden. Ja, vielleicht. Ja, oder? Ich würde sagen, den lassen wir aus. Nehmen wir oben den Platz. Den können wir dann verkaufen, wenn wir das möchten. Okay. Tragekapazität. Vergrößere deinen Stolperfallen Munitionsbeutel. Und Munition. Jäger. Okay, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Meine Pfeile kann ich ja schon ganz normal benutzen, oder? Ja. Genau. Ja. Dann gucken wir jetzt auf die Karte. Hier oben ist Karst. Ich würde sagen, wir laufen auf direkten... Karst. Rost ist da oben. Gehen wir auf direkten Weg hin, oder? Was ist das? Stein. Ja. Noch mehr Steine brauche ich gerade auch nicht. Unser Medizinvorrat auffüllen. Das wäre vielleicht eine Idee. Gucken wir mal. Hier. Was? Daraus werde ich später einen Trank brauen. Oh ne, eine Feuerbrennwurzel. Keine Medizin. Das ist eher auf Maschinen bezogen. Sollen wir ein paar Tiere noch hören? Hm? Wäre doch eine Idee. Was? Okay. Nachladen muss ich ja nicht. Oh, haben sie mich? Okay. Das ist eine super Sache, dass ich das ausgewählt habe. Als Fähigkeit. Oh. Gut. Läuft doch. Wächter nerven. Andererseits. Sehe ich. Gegenstände. Metallschirm, Wächterlinse, Draht. Das. Doch hier ist meine Beute, oder? Maschinenkern, Zünder. Das werde ich noch brauchen. Ja.
so aggressiv? Ja. Okay. Das Gute ist, die Steuerung, Kampfsteuerung ist echt intuitiv. Das kommt dann relativ schnell auf die Reihe. Soll ich mir wieder ein paar Pfeile herstellen? Ich denke schon, oder? So, ups, ich bin schon zu weit. Herstellen. Lore brauchen wir ein bisschen mehr. Okay. Was haben wir hier? Eis oder Reifenproduktion? Pfeile machen, aber was ist denn hier? Schafft man das? Ja, oder? A la Tomb Raider? Läuft. Was immer sie da jagen, es ist wohl schwer zu erlegen. Da ist er. Schnell speichern. Aloy, du bist hier. Ja, ich bin hier. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ist sonst noch was mit dir? Nein. Mir geht's gut. Ja, nicht ganz so. Ich war übrigens bei Cast und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Okay. Machst du dir Sorgen, was dann passiert? Nach der Erprobung? Was passiert, ist klar. Du wirst in den Stamm aufgenommen und ich bleibe ein Ausgestoßener, den man meidet. Rost, selbst wenn der Stamm mich aufnimmt, ich... Es gibt viel zu tun, Aloy. Wir reden später darüber. Okay. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Okay. So, dich am Lagerfeuer auf. Manuelle Speicherung. Machen wir mal.
mit Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Okay. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues. Etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Okay. Wo? Das sind Sägezahn, okay. Kühlsaft. Lohe. Stein. Reinholz werden wir noch brauchen. Was gibt's hier noch? Genau. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Da richtig viel. Ein Wächterkadaver. Ich hole mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Überleg noch, ob ich es mit Schleichen versuchen soll oder einfach eher den Kampf suche. Eigentlich bin ich ja eher der offensive Typ. Hat man ja vorhin schon gesehen. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. So. Ich verstehe nicht, warum wir hier eine Maschine jagen sollen. Ausgestoßen. Graser. Okay. Ist auch was Neues, oder? Was ist das hier? Heilen. Ich glaube, so wie ich mich kenne, werde ich Medizin nur zu Genüge brauchen. Okay. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es?
Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Was ist da los? Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Wo ist er denn da? So, ehrlich gesagt, würde ich gerne eine Falle aufstellen. Oh. Was ist das jetzt? Oh nein, kann ich die wieder aufheben? Toll. Ja, super hinbekommen. Feuerpfeil zur Sicherheit. Schwäche, Feuer, das passt ja schon mal gut. Das ist zu weit weg, oder? Feuerpfeil verschwenden. Ach komm. Komm, mein Kleiner. Komm. Deine Mail. Was? Haut ab, oder wie? Komm doch. Ich sollte einen Scan machen. Mal sehen, was der bringt. Hier bin ich. Hey, hallo. Komm. Hab ich dich. Das war mal einfach. Stahlschirm, Sägezahnherz, Draht. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein, folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin
wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann gut. Sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Ja, dann. Ein Fertigkeitspunkt, maximale Gesundheit. Sehr schön. Speichern, ne? Speichern. Mutterherz ist hier. Passt. Ich verstehe nicht, warum hier zwei Lagerfeuer in so unmittelbarer Nähe sind, aber na gut. Läuferareal. Fertigkeiten. Ich habe zwei Punkte. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Ich habe keine schweren Waffen. Okay. Das wäre schon mal interessant. Ach komm, machen wir das hier. Und dann das mit der Präzision. Gut. Modifikation. Plus 22% Abriss. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich die Modifikation umsetze. Das ist auch zum Verkaufen. Schatzkisten. Nee, cool. Schnellreisepaket. Munition. Steine brechen. Herstellen. Sollen wir das Inventar vergrößern? Nee, lieber nicht. Hier, das wäre eigentlich interessant. Okay. Pfeile. Reisen. Schnellreiseverkehr. Nee. Okay. Also. Auf zum Mutterherz oder nach Mutterherz. Das war spaßig. War ganz cool. Mal wieder die normalen Pfeile. Ja. Sollen wir sie holen? Klar. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Lohe. Komm hier raus. Ups. Ey.
Ach man. Super. Also das ist die Zeit verlangsamt. Okay, langsamer. Hier war der Lore-Behälter, oder? Ja. Sehr nice, sehr nice. Und genau. Ich bin längst weg. Würde ich auch sein. Ich bin auch. Mutters Wiege. Das Ganze wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein riesiger Abenteuerspielplatz. Überall Seile und, ja, weiß nicht, irgendwie ist die Gefahr hier nicht ganz so real in diesem Gebiet. So, wir sind in Mutterherz, so gut wie, und an dieser Stelle werden wir dann auch diese Folge hier beenden. Ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen da oder wie auch immer. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht wünsche ich euch. Euer Ilias. Ciao, ciao.